Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Scum-Höhlenguide. Ja, ihr seht, ich bin hier immer noch auf stürmischer See mit meinem Boot unterwegs. Wir waren das letzte Mal da hinten in der Höhle und fahren jetzt hier zur nächsten Höhle. Die eigentlich hier im Bereich sein soll. Ich glaube, ich sehe sie auch schon. Nee, ich sehe sie nicht, oder? Nee, bis jetzt habe ich sie noch nicht gefunden, noch nicht gesehen. Aber kein Problem. Wir steigen einfach mal aus hier. Erkunden jetzt hier die Gegend. Ich hoffe, es ist nicht schon wieder eine Unterwasserhöhle. Weil die mag ich langsam nicht mehr. So, wir schauen jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, hier mal nach. Irgendwo hier sollte nämlich die Höhle zu finden sein. Könnte aber auch durchaus sein, dass es wirklich wieder eine Unterwasserhöhle ist. Was ich nicht so toll fände. So, einfach mal hier hochgekraxelt und geschaut. Hier ist definitiv keine zu sehen. Also ich bin jetzt schon fast hier oben an der Straße. Die sollte auch noch ein Stück weiter hier rüber sein. Es könnte natürlich wirklich durchaus sein, dass es sich um eine Unterwasserhöhle wieder handelt. Weil hier hinten in dem Sektor habe ich mich so selten rumgetrieben. Ich wüsste gar nicht, wo hier überhaupt was sein soll. So, ich schaue jetzt einfach mal hier im Wasser nach. Das ganze schwere Zeug hier weg. Das Höschen auch. Und dann gehen wir halt mal gucken. Also irgendwo hier muss ja die Höhle sein. Nein, was habe ich gemacht? So. Oh. Tauchen sollst du jetzt erstmal. Was aber vielleicht gerade nicht so clever ist, wenn man außer Puste war und nicht genug. Ich glaube, ich habe die Höhle gefunden. Also zurück. Zurück aufnehmen. Und dann könnte es sogar sein, dass wir da mit Klamotten reinkommen. Inventar, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Ich glaube, die Höhle war hier vorne. Jetzt natürlich erstmal wieder Ausdauer regenerieren. Und ein Minütchen warten. Und ein Frosch im Hals. Ja, ich habe auch gerade Durst, wenn ich ehrlich bin. Das trifft sich aber hier zumindest mal in-game gut, weil hier habe ich Getränke bei. So. Nein, nicht boxen. Nein! Ich habe die Flasche durch die Gegend geworfen. Das kommt davon, wenn man keine Ahnung hat, was man machen will. Die Höhle dürfte, glaube ich, hier unten sein, wenn ich Glück habe. Wenn das das Ding ist, was ich definitiv hoffe, weil dann brauchen wir nicht wirklich irgendwie... Ja, sieht aus wie eine Höhle. Wir gehen einfach mal rein. Hände kannst du runter tun. Wir boxen hier nicht. Also auch hier kann man sich definitiv relativ gut eine Höhle bauen. Ihr seht, es ist hier hinten. Dort oben habt ihr eine Straße. Wenn ihr ein Moped habt oder ein Auto oder so, kommt ihr vielleicht sogar an der Straße bis dorthin. Könnt euch hier eine relativ gute Base bauen. In dem Ding hier. Gibt zwar nicht so viel Loot anscheinend hier. Ja gut, zwei Kisten gibt es hier, so wie es aussieht.
Die bei mir aber wieder mal leer sind, wie immer. Und ja, könntet sogar, wenn ihr da hinten zugebaut habt, vielleicht nur noch einen Spalt habt, wo ihr drüber gucken könnt oder sonstiges, könnt ihr Angreifer vielleicht wegrotzen. Ansonsten müsstet ihr schauen, dass er hier vielleicht noch irgendwo ein Tor reinbaut. Ungefähr hier auf der Höhe. Ja, das ist mein Melder, der wieder mal keinen Empfang hat. Dass er hier in der Höhe vielleicht noch eine Tür reinbaut. Oder nicht direkt jeder Angreifer durchkommt. Auch hier in der Höhle gilt, wie in der letzten Höhle, es gibt hier definitiv keinen zweiten Ausgang, wie gerade gesehen. Das heißt, ihr müsstet hier auch ganz viel Munition vorrätig haben, um einen Angriff abzuwehren, genauso wie vielleicht am besten Minen oder sonst was, wo ihr dann halt die Leute mit vertreiben könnt. Naja, hier hättet ihr ein paar Kakteen, durch die ihr, wenn ihr, nein, wenn denn vorhanden, ihr auch Flüssigkeit aufnehmen könntet. Hier nochmal hier hoch gucken. Früher gab es hier definitiv keine Straße hin. Früher war das nämlich hier alles zu Ende und ja, es gab definitiv keine Straße. Ich hatte hier hinten nämlich mal eine Base früher, als ich noch Singleplayer war auf einem Server. Habe ich mir hier hinten in die Ecke an die Mauer, fast an die Mauer eine Base gebaut. Und wenn ich ein Fahrzeug hatte, also definitiv damals noch Autos, ja, war es ein langer Weg, querfeldein, durch das ganze Gemüse und, ohne Straße bis hier hinten rein. Mittlerweile ist zumindest auf der Karte so angezeigt, soll es ja hier auch eine Straße geben, was mich ja gerade interessiert, wo ich auch gerade auf den Weg hin bin. Ja, falls es euch nicht mehr interessiert, ob es hier eine Straße gibt oder so, könnt ihr auch gerne hier schon ausschalten. Wie gesagt, ich möchte gerne auf jeden Fall noch gucken, ob es hier jetzt eine Straße, einen Weg oder sonst was gibt. Gibt es hier definitiv, sehe ich gerade. Hier kommt sie nämlich schon. Ja, das ist natürlich jetzt um einiges leichter. Aber dadurch, dass jetzt auch andere dann vielleicht hier ab und an mal hinfahren, würde ich mir jetzt persönlich keine Base mehr hier hinten bauen. Vielleicht unten in der Höhle als Singleplayer, aber nicht mehr hier so frei, wie ich es früher gemacht habe. Weil früher hat sich hier für den Sektor keiner interessiert. Ich hatte hier hinten nie Besuch. War schon immer ganz lustig. Ja, wie gesagt, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Die Höhle habt ihr gesehen. Die ist hier unten in der Ecke irgendwo. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich Ciao, der Falli.